Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Update zum Vesuv, zur Campi Flegrei und zu Island. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir beginnen einmal kurz mit der Campi Flegrei auf jeden Fall. Es ist nach wie vor sehr ruhig. Die Erdbebenaktivität ist wirklich sehr, sehr gering und es wundert mich wirklich schon fast, weil wir hatten ja in den vergangenen Monaten wirklich schon mehrere extreme Erdbebenphasen dort gehabt und jetzt hat sich dieser Rhythmus auf jeden Fall, von dem ich mich damals wirklich so überzeugt gefühlt habe, dass dieser Rhythmus sich jetzt wirklich so eingliedert, dass immer so 2-3 Wochen ordentlich was los ist, erdbebentechnisch, und danach ist wieder für 2-3 Wochen abfällt. Und ja, dieser Rhythmus ist auf jeden Fall jetzt verlassen worden. Aber das heißt natürlich nichts, meine Lieben. Das kann natürlich auch so schnell wieder losgehen, wie die Erdbeben sich aktuell auch verabschieden. Ja? Wir haben vereinzelt wirklich immer mal so 1-2 kleine Erdbeben im Durchschnitt, die sich natürlich im Mikroseismikbereich bewegen. Und die Augen natürlich, die schwenken jetzt aktuell zum Vesuv rüber. Und damit beende ich jetzt auch erstmal das Update zur Campi Flegrei und wir wechseln zum Vesuv. Ja, am Vesuv hatten wir jetzt in den letzten 48 Stunden ungefähr 10 Erdbeben und natürlich kommt direkt wieder Panik auf. Oh mein Gott, steht der Vesuv jetzt direkt vor einem Ausbruch? Nein, meine Lieben, so ist es nach wie vor nicht und ich habe es euch auch schon in meinen vergangenen Videos erklärt, dass dies am Vesuv teilweise Setzungsbeben sind und dass dies bei einem so mächtigen und großen Vulkan nichts Ungewöhnliches ist, dass es dort tatsächlich auch mal am Tag zu mehreren Erdbeben kommt. Die Erdbeben belaufen sich dort am Vesuv teilweise in geringeren Tiefen. Also wir haben jetzt hier zwischen 100 Metern Tiefe und teilweise auch, ja, das geht dann so ungefähr runter, immer so bis 2 Kilometer. Und ja, das ist auf jeden Fall der Vesuv. Das könnt ihr euch ja so vorstellen. Das habe ich euch ja in den letzten Videos auch schon gezeigt. Man hat ja den Monte Somma. Ja, das ist ja oben die Gipfelkaldera, die gebildet wird. Und der Vesuv hat eine Höhe von 1281 Metern. Und es gab tatsächlich auch schon mal am Vesuv Erdbeben, die sich auf Meereshöhe ungefähr befunden haben. Also, was heißt das? Dass es in den Aufstiegskanälen, ja, in den Lavakanälen oben im Gipfelbereich, dass es dort auch zu Erdbeben kommen kann. Und das ist dann, wenn jetzt zum Beispiel auch in den vielleicht teilweise noch offenen Aufstiegskanälen, dass dort auch mal Gestein abbrechen kann. Und im Allgemeinen, ihr müsst euch mal diesen mächtigen Krater, der einen Durchmesser von 500 Metern hat und eine Tiefe von bis zu 300 Metern, da überall seht ihr da loses Gestein und es bröckelt überall und es kann zu mächtigen Gesteinsrutschen kommen. Und das nehmen die Seismometer natürlich auch auf. Und da werden dann natürlich auch Erdbeben registriert. Also macht euch, was das anbetrifft, jetzt erstmal keine Sorgen. Der Vesuv ist wirklich ein gefährlicher Vulkan, aber er wird mit Sicherheit jetzt die nächste Zeit nicht ausbrechen. Ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer. Es kann natürlich auch plötzlich losgehen, aber mir fehlen auch dazu noch die Erdbeben in großen Tiefen. Ja, es sieht natürlich erstmal nach einem Schwarmbeben aus. Man darf es aber nicht vergessen, wir reden jetzt hier von den letzten 48 Stunden zu den 10 Erdbeben, die wir da jetzt hatten. Und da spricht man nicht von einem Schwarmbeben. Ein Schwarmbeben beinhaltet mehrere hundert Erdbeben und das auch pro Stunde. Und das wirklich peu à peu immer sich steigert, ja, dass immer mehr Erdbeben dazukommen. Und das sehen wir beim Vesuv eindeutig nicht. Ja. So, das jetzt auch erstmal zum Vesuv und jetzt schwenken wir auf jeden Fall mal rüber nach Island und zwar genauer gesagt zu der Halbinsel Reykjanes nach Grindavík. Ja, es ist wirklich nach wie vor ein, ich würde schon fast sagen, spektakuläres Ereignis, ne, weil es ist wirklich jetzt, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, es gab wirklich noch nie so in der Form eine solche Situation auf Reykjanes, im Allgemeinen jetzt unten auf Island. Auch darauf bezogen, dass die Vulkanologen sich untereinander so unstimmig sind. Was passiert dort jetzt vor Ort? Es werden Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Grindavík wird evakuiert. Es wird ein Schutzwall um das Kraftwerk gebaut. Und jetzt vermuten natürlich auch manche Vulkanologen, dass es, ich kann jetzt wirklich nicht alle Namen nennen von diesen Vulkanologen, es sind auf jeden Fall einige,
Ne, und da muss man halt wirklich aufpassen. Man darf jetzt natürlich als Vulkanologe, der sich auskennt in dem Fachgebiet, ja, wenn der jetzt sagt, es kommt definitiv zu einem Ausbruch oder es kommt definitiv zu keinem Ausbruch, das kann man wirklich nie so genau sagen, auch als Vulkanologe nicht. Es gibt wirklich, die Natur steckt so voller Phänomene, ja, es können auch plötzlich Ereignisse passieren, auch auf Island, die ein Vulkanologe selbst vielleicht noch nie so in der Form gesehen hat, ja. Und wir haben ja aktuell diesen großen Grabenbruch verlaufend durch Grindavík und wie das da aussieht, wenn die Straßen einbrechen und jetzt wird natürlich vermutet, dass auch natürlich weiter Magma intrudiert und dass wir haben jetzt aktuell haben wir tatsächlich eine Deflation, ne? Das heißt, der Boden senkt sich jetzt und es ist immer wirklich so ein Rhythmus, der sich da jetzt einspielt und dieses Ganze auch zu beobachten. Es ist wirklich ein Phänomen, was ich so selber auch auf Island noch nie so erlebt habe. Ich beschäftige mich selber tatsächlich nicht so sehr mit Island. Das machen mehr meine YouTube-Kollegen, einmal der Sven von Vulkantastisch und einmal der Patrick von Apocalyptic Science. Ihr könnt euch gerne an dieser Stelle auch unserem Discord-Server anschließen. Da wird sich wirklich sehr viel über Island unterhalten. Und ich werde euch über sämtliche Neuerungen, die dort stattfinden auf Island bzw. auf Reykjanes unten auf der Halbinsel, werde ich euch auf dem Laufenden halten und auch meine YouTube-Kollegen. Und deswegen würde ich euch natürlich auch empfehlen, meinen Kanal kostenlos für euch zu abonnieren und auch die Kanäle meiner YouTube-Partner, die unten verlinkt sind. Und schließt euch natürlich, wie gerade schon mal gesagt, unserem Discord-Server an. Da bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Ihr werdet immer super informiert. Alle Fragen werden beantwortet und da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und natürlich auch auf unseren YouTube-Kanälen. Ich freue mich, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Ich bin raus, macht es gut. Euer Patrick von Lido Produktion. Auf Wiedersehen.